Ein Engländer hat es erfunden, 1977, als Pausenfüller für Hundeshows. Heute ist das sogenannte Agility ein Trendsport. Hund und Herrchen rennen gemeinsam über einen Parcours, möglichst fehlerfrei, ohne Leine und Körperkontakt. Hermeskeil, wir sind beim Agility Himmelberg-Pokal. Emma, die Frisbee? Mit dabei auch Diana Dokos und ihre 5 Jahre alte Hündin Emma. Fast jedes Wochenende fahren die beiden auf Turniere in ganz Europa. Im Prinzip ist der Sport natürlich eine sehr sinnvolle Beschäftigung für den Hund. Es ist ja einfach eine schöne gemeinsame Aktivität, die man mit dem Hund betreibt. Schweißt natürlich auch zusammen. Die Abstimmung in so einem Parcours muss natürlich schon sehr gut sein. Und ja, es ist eigentlich ein Riesenhobby. Es ist Lebensinhalt mittlerweile, weil wir ständig unterwegs sind. Schon fast mehr als ein Hobby, kann man sagen, ja. Bei Agility steht nicht die sportliche Höchstleistung im Vordergrund, sondern der Spaß, heißt es. Und Agility-Fans lieben ihren Hund. Diesmal sind 180 Hunde und deren Besitzer aus ganz Deutschland und Luxemburg angereist. Bei aller Anstrengung darf der Vierbeiner aber körperlich auf gar keinen Fall überfordert werden. Das Ablaufen des Parcours für den Laien eher merkwürdig anzusehen, doch für den Profi unverzichtbar. Denn später muss der Hund durch winzige Zeichen genau wissen, wo er langlaufen muss. Also es ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack vom Parcours, weil ich doch gerne Parcours habe, wo wirklich jede Stelle sehr, sehr schwierig ist. Das ist ein Parcours mit sehr vielen Strecken, wo der Hund erstmal sehr schnell große Geschwindigkeit aufnehmen muss und dann eng rumgewendet werden muss. Es ist sehr stangengefährlich. Nicht ganz mein Stil vom Parcours, aber es ist für alle gleich. Insofern, man muss das nehmen, was man geboten bekommt, und man hat ja keine Wahl. Wichtig auch ständiger Augenkontakt zum Hund. Und laute Hörzeichen geben ihm zusätzlich Orientierung beim Lauf. Also im Prinzip, am Anfang ist es so, dass ich jetzt schaue, wo meine beste Position ist, um den Hund abzurufen und mich gleich zu positionieren. Und ich werde hier stehen, kann ich den Hund rufen über die ersten 2 Geräte, läuft von alleine auf den Laufsteg. Und was halt jetzt der erste Schlüsselpunkt an der Stelle ist, ist hier die Geschichte, dass der Hund nicht vom Sprung in den Tunnel läuft. Daher werde ich die Laufrichtung vom Hund so beeinflussen, dass er schon schräg über diesen Sprung springt und dadurch nicht dieses Tunnelloch sieht. Wenn er gerade springen würde, wird er geradezu in dieses Tunnelloch springen. Und auf der falschen Seite in den Tunnel laufen. Und dann wird es auch für Diana und Emma ernst. Okay. Für die Tierärztin ist Emma die ganz große Hoffnung. 2007 der 2. Platz in der Mannschaftswertung beim European Open in Italien und 2008 ein 4. Platz in Hockenheim sprechen für ihre Klasse. Seit 13 Jahren betreibt Diana Agility und Mischling Emma ist bereits ihr 4. Hund. Jedoch war zuvor keiner jemals so erfolgreich. Zieleinlauf. Und zufrieden mit der Leistung? Ja, also sie ist an der 12 ein Stückchen weit rausgesprungen an dem Sprung, bevor die Stange gefallen ist. Und dadurch ist sie weggerutscht und hat halt nicht mehr genug Kraft entwickeln können, um über den Sprung zu kommen. Aber der Rest, bis auf eine Stelle nach dem Steg, da waren die Bögen riesig, aber sonst war es okay. Ja. Aber es gibt jetzt nicht weniger Futter. Nein, der Hund macht ja nie Fehler, es sind immer die Fehler des Menschen. Und der Hund hat seinen Spaß und macht immer alles richtig insofern. Emma war übrigens der schnellste Hund, riss jedoch eine Stange und so kamen die beiden nur auf Platz 13. Andere haben noch weniger Glück. Aber Hauptsache, Herrchen bekommt auch ein bisschen Auslauf. Ja.